gibt's. 20.30 Uhr. Alarm für Michael Reng, Notarzt an der Klinik von Kelheim. Jelena Zinser-Kreis, eine Notärztin in Ausbildung, ist mit dabei. Gut, ihr habt Fahrzeit ungefähr 12 Minuten. Bis gleich, servus. 12 Minuten. Laut Gesetz sollen spätestens dann die ersten Retter vor Ort sein. Es ist internistisch akutes Abdomen oder kann auch nur chirurgisch werden. Es ist jemand mit heftigsten Bauchschmerzen. Müssen wir jetzt schauen, was die Ursache ist. Das kann von Blähungen bis hin zum potenziell tödlichen Messentialinfarkt eigentlich alles sein. Es eilt, wie immer. Aber hier auf dem Land sind die Wege lang. Obwohl der Einsatzort dieses Mal relativ nah am Krankenhaus ist, brauchen sie rund 10 Minuten. Oft sind es aber auch 20 Minuten. Und mehr. Seht ihr irgendwo Hausnummer? Das ist 6. Entschuldigung. Notärzte sind entweder Niedergelassene oder Klinikärzte, die besonders ausgebildet sind. Weil es vielerorts aber immer weniger Notfallkliniken und niedergelassene Ärzte gibt, gibt es auch immer weniger Notärzte. Daher müssen Reng und seine Kollegen inzwischen von der Klinik aus den ganzen Landkreis versorgen und oft weit fahren. Reng selbst bildet Notärzte aus, kümmert sich um Nachwuchs. Aber in vielen Regionen gibt es immer weniger medizinisches Personal, das bereit ist, im Rettungsdienst zu arbeiten. Dankeschön. 20 Minuten später ist der Patient, ein 85 Jahre alter Mann, so weit versorgt, dass er ins Krankenhaus gefahren werden kann. Dort hoffen die Ärzte, die Ursache seiner Schmerzen zu finden. Da kann den Sauerstoff erst noch kaufen. Solche Fälle gibt es immer häufiger. Weil es mehr Alte in der Bevölkerung gibt, gibt es auch mehr Kranke. Von 2005 bis 2014 ist die Zahl der Notfälle auf dem Land um 50% gestiegen. Noch mehr als in der Stadt. Zum Glück ist das Wetter heute gut. Bei Regen oder Schnee und Eis können sie nur langsam fahren. Und die Zeit bis zur Versorgung wird damit noch länger. Lange Wege, immer mehr Notfälle, immer weniger Krankenhäuser und weniger Notärzte. Hinzu kommt, so klagen viele Notärzte, dass sie für ihren Einsatz immer häufiger auch noch kritisiert werden. Das ist zu einer Bedarfsmentalität verkommen, dass man sich schon darüber aufregt, wenn er nicht sofort da ist. Nach dem Motto, ich habe doch jetzt ein Problem, ich habe mir gerade mit dem Hammer auf den Finger gehauen, warum kommt da kein Notarzt? Also diese Anspruchshaltung in der Bevölkerung ist schon am deutlichen Zunehmen. Mittlerweile suchen Rengs Kollegen intensiv nach den Ursachen der Schmerzen des Mannes. Für so einen Fall, aber auch für alle anderen möglichen Fälle, muss die Notaufnahme viel Technik und Personal bereitstellen. Das kostet. Natürlich auch dann, wenn sie nicht benötigt werden. Und das ist auf dem Land oft der Fall. Denn nach dem einen Fall mit den Bauchschmerzen ist plötzlich Ruhe. In einer Klinik in der Stadt ist immer was los. Aber hier auf dem Land oft stundenlang kein Einsatz. Doch die Kosten laufen weiter. Die Klinik Kelheim macht damit jedes Jahr miese. Aber sie behält ihre Notaufnahme. Noch. Viele andere Kliniken haben schon geschlossen. Und damit Standorte, die Notärzte bereitstellen und diese auch ausbilden. Wie Michael Reng. Das heißt, wir bilden aus, während man die reguläre Arbeit macht. Und das ist mühsam. An vielen Stellen gelingt es nicht mehr, insbesondere wenn in der Flächenversorgung entweder die niedergelassenen Kollegen, die selbstverständlich auch ausbilden, oder die kleinen Krankenhäuser fehlen, dann ist halt in der Fläche keine Ausbildung mehr. Und dann ist die Frage, wer geht da noch hin? Und dann gibt es auch keine Notärzte und keine Notaufnahme mehr. Dabei wird die natürlich, auch wenn lange Zeit nichts los ist, immer wieder gebraucht. So wie jetzt. Innerhalb einer halben Stunde trudeln 14 Fälle in Rengs Notaufnahme ein. Darunter zwei mit Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt wird es fast ein bisschen hektisch.
Doch Reng und seine Kollegen versuchen trotzdem, sich für die Patienten Zeit zu nehmen. Da haben sie doch Schmerzen. Siehst du, das denke ich mir doch. Auf der Sohle tut es weh. Wir passen auf ihn auf. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Ja? Allerdings, neben einigen lebensbedrohlichen Fällen, sind auch mindestens drei dabei, die eher Lappalien sind. Zum Beispiel einer mit Rückenschmerzen. Immer mehr, gerade junge Patienten, gehen mit ihren Wehwehchen ins Krankenhaus, weil das bequemer und dort alles vorhanden ist. Damit belasten sie die Notaufnahme unnötig. Ich glaube, da hat sich bei manchen auch was geändert. Früher war Krankenhaus halt nur Notfall, wenn es einem wirklich super schlecht geht. Oder wenn der Hausarzt sagt, man muss ins Krankenhaus gehen, dann ist man hingegangen. Und heutzutage wird es vielleicht auch so ein bisschen als selbstverständlich betrachtet, dass wir da sind und dass wir dann alles machen. Und dann ist manchmal die Entrüstung groß, wenn man um 4 Uhr in der Nacht jetzt nicht die volle Diagnostik aufhört. Am Vormittag aber wieder ein echter Notfall. In einem Altersheim relativ weit weg vom Krankenhaus. Reng hat über 20 Minuten gebraucht. Die Rettungsassistenten sind schon da. Eine 86-Jährige ist gestürzt, hat starke Schmerzen. Die Assistenten dürfen aber keine Schmerzmittel geben. Das darf nur der Notarzt. Nein, wird's besser. Und dann soll man nicht wackeln. Ja? Au! Wieso gesehen? Künftig soll sich das ändern, sollen auch die Rettungsassistenten mehr Aufgaben übernehmen dürfen. Aber noch ist das Zukunftsmusik und somit für Reng keine Entlastung. Weil die Verletzung zwar schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich ist, geht es ohne Blaulicht ins Krankenhaus. Ein typischer Novembertag. Nebel. Ein Rettungshubschrauber, der natürlich viel schneller wäre, kann bei diesen Sichtverhältnissen nicht fliegen. Also muss heute der gesamte Landkreis wie so oft per Rettungswagen versorgt werden. Und das dauert eben. Aber immer häufiger geht auch Zeit verloren, weil die Retter kein Krankenhaus in der Nähe mehr finden, das die Patienten behandeln kann. Ja, es ist halt so, es gibt viele Fachabteilungen. Und das Problem ist natürlich, dass viele unlukrative Fachabteilungen oder Fachbereiche für die kleineren Krankenhäuser mit der Zeit wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind, die einfach wegbrechen und dadurch für uns die Fahrtwege natürlich deutlich länger werden. Wir haben jetzt zum Beispiel die Patientin ein Problem am Herz gehabt und es wäre eine Intervention in einem Herzkatheter nötig gewesen, hätten wir jetzt zum Beispiel ein Haus in Regensburg oder Ingolstadt anfahren müssen. Und da ist eine halbe Stunde für eine Anfahrt mal gar nichts. Der Rettungsdienst in Bayern. Noch funktioniert er. Aber weil es immer mehr Notfälle gibt und zugleich immer weniger Krankenhäuser, Notaufnahmen und Notärzte, wird es für die verbliebenen Retter immer schwerer, ihren Job zu tun. Da kommt also einiges zusammen und die Summe dieser Probleme, die führt dazu, dass unsere Versorgung im Notfall tatsächlich gefährdet ist. Noch schwieriger als bei Notarzt Reng in Kelheim ist die Situation zum Beispiel rund 200 Kilometer weiter nordwestlich, und zwar hier in Miltenberg am Main in Unterfranken. Da gibt es ein Krankenhaus. Von da sind früher auch die Notärzte losgefahren, aber dann hat man das Krankenhaus privatisiert. Sowas passiert ja überall in Bayern, und die Notaufnahme, die hat man aus Kostengründen dicht gemacht. Keine Notaufnahme heißt aber, von hier starten auch keine Notärzte mehr. Die müssen jetzt aus weit entfernten Gemeinden kommen. Die Anfahrtszeiten, die verlängern sich um 20, manchmal sogar um 30 Minuten. Das sagt zumindest der Bürgermeister von Miltenberg. Und der sieht noch ein Problem. Die nächstgelegene Notaufnahme, die ist jetzt ja auch weiter weg vom Patienten. Das heißt, es dauert auf dem Hinweg und auf dem Rückweg länger, bis der Patient behandelt werden kann. Die Bürger haben Angst. Es ist eine dramatische Situation bei uns. Es dauert einfach zu lange, bis wir einen Notarzt vor Ort haben.
Einige Bewohner von Miltenberg, die haben dem Bürgermeister sogar angeboten, sie würden einen sechsstelligen Betrag spenden, wenn für dieses Geld wieder eine Notaufnahme aufgemacht wird. Solche Geschichten, die hat unsere Redaktion übrigens auch aus Ostbayern und dem Allgäu gehört. Und sogar in München sagen die Notärzte, wir kriegen kaum das Personal zusammen, um unsere Notdienste zu bestücken. Die Frage ist, wer soll dann zu uns kommen im Notfall? Manche sagen ja, die Sanitäter, die könnten doch mehr Aufgaben übernehmen. Mindelheim im Allgäu. Britta Reiter und Thomas Müller auf dem Weg zu einem Hirnschlag. Beide sind Rettungsassistenten und haben eine Zusatzausbildung zum sogenannten Notfallsanitäter. Und Lisa Epple macht gerade diese dreijährige Ausbildung. Der Notfallsanitäter darf, anders als ein Rettungsassistent, bestimmte Medikamente geben, was beispielsweise gerade bei so einem Hirnschlag durchaus sinnvoll sein kann. Er hat damit ähnliche Befugnisse wie ein Arzt. Der Gedanke, so wie hier, sind die Sanitäter meist als Erste vor Ort. Sie könnten daher schon Schmerzmittel oder Notfallmedikamente geben, bevor der Notarzt eintrifft. Und so schneller helfen. Das Problem, rechtlich ist noch nicht geklärt, wer bei einem Behandlungsfehler haftet. Also bleibt den Notfallsanitätern verboten, das zu tun, wofür sie ausgebildet sind. Man könnte natürlich die Therapie schon deutlich früher beginnen, Zeit sparen. Wäre für den einen oder anderen Patienten sicherlich nicht schlecht, von Vorteil. Ist das frustrierend für Sie? Manchmal ja. Manchmal ja, dass die Ausbildung natürlich schon sehr hochtrabend und schwierig war und man es jetzt noch nicht anwenden darf. Es ist offen, wann es ihnen erlaubt wird. Aber wenn die Notfallsanitäter Medikamente auch ohne anwesenden Notarzt geben dürften, könnten sie, wie im vorliegenden Fall, etwas von der Zeit wieder gut machen, die sie durch lange Anfahrtswege verlieren. Die Notfallsanitäter könnten noch bei einem weiteren Problem helfen. Nicht nur als Vorhut des Notarztes, sondern als ein Ersatz. Gerade für Kliniken wie der hier in Mindelheim, wo der Mangel an Notärzten ebenfalls groß ist, könnte das eine Lösung sein. Mein Name ist Auerhammer, ich bin der leitende Arzt in der Notaufnahme. Was haben Sie denn für Beschwerden? Jürgen Auerhammer ist neben der Behandlung von Notfällen wie diesem auch dafür zuständig, dass im Landkreis Notärzte zu Diensten eingeteilt werden. Allerdings tun sich nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Rettungsdienstbereichen, an anderen Notarztstandorten Lücken auf, die teilweise auch deutlich größer sind als bei uns hier im Bereich, wo dann teilweise über mehrere Tage kein Notarzt mehr greifbar ist. Und vereinzelt kann man das auch bei den Rettungswachen sehen, dass durch Personalmangel bei den Rettungsassistenten Fahrzeuge teilweise nicht besetzt werden können. Die Idee, dass künftig besser ausgebildete Sanitäter den Notarzt ersetzen sollen, ist aber umstritten. Die Sanitäter auf dem Weg zum nächsten Fall: Herzinfarkt. Heute konnte ein Notarzt für den Dienst eingeteilt werden. Er folgt den Sanitätern wenige Minuten später. Und nach einer Dreiviertelstunde ist der Patient auch schon im Rettungswagen. Der Notarzt bleibt bei ihm, da sein Zustand sehr schlecht ist. Ich kann, könnt ihr? Und beide, Notarzt und Notfallsanitäterin, haben alle Hände voll zu tun. Fraglich ist, ob Sanitäter allein den Patienten auch so gut hätten versorgen können. Das Beispiel zeigt, der Notfallsanitäter wird einen Notarzt häufig nicht ersetzen können. Es würde mir insofern was bringen, als ich gut ausgebildetes oder noch besser ausgebildetes Personal als bisher habe. Es bringt mir was, weil ich weiß, dass eine zeitliche Lücke ganz gut überbrückt werden kann. Für meine nicht besetzten Notarztdienste in unserem Bereich bringt mir der Notfallsanitäter dann aber leider nichts. Und dann gibt es noch ein Problem mit den neuen Notfallsanitätern. Im Rettungsdienst arbeiten viele ehrenamtlich.
Kaum einer von ihnen wird daher die Zeit finden für die dreijährige Zusatzausbildung zum Notfallsanitäter und deshalb womöglich künftig nicht mehr ausreichend qualifiziert sein und den Dienst quittieren müssen. Bei uns ist immer ein hauptamtlicher Rettungsassistent, jetzt Notfallsanitäter auf dem Fahrzeug mit drauf. Wenn es Regionen natürlich gibt, die dann irgendwann mal keine Notfallsanitäter, keine Ehrenamtlichen mehr nachqualifiziert haben, dann wird dieses Problem mit Sicherheit bestehen, ja. Ohne ehrenamtliche Retter aber, da sind sich alle Beteiligten einig, werden vor allem große Einsätze auf dem Land, wie etwa beim Zugunglück von Bad Aibling, nicht möglich sein. Gut die Hälfte der Retter hier waren Ehrenamtliche. Ohne sie wären Dutzende Verletzte nicht so schnell versorgt worden. Also auch Notfallsanitäter können nicht alle Lücken in den Dienstplänen stopfen. Die Lücken in der Versorgung, die stopfen sie sowieso nicht. Denn wenn die nächste Notaufnahme weit entfernt ist, dann kommt auch der Notfallsanitäter nur so schnell vor Ort, wie es die Straße und sein Fahrzeug erlauben. Außer es gibt einen Hubschrauber. Der Helikopter ist immer noch die schnellste Möglichkeit, gerade weite Strecken zu überbrücken. Die Frage ist, können die denn wirklich immer helfen? Hubschrauberlandeplatz an der Klinik Großhadern in München. Notarzt Stefan Brückner hat heute dort Dienst. Ein manchmal heikler Einsatz, denn jedes Bauwerk, jeder Baum, jeder Kabelmast ist für die fliegenden Retter gefährlich. Also vor allem dünne Kabel sind natürlich ein Riesenproblem. Und das führt dann wirklich auch in aller Regel zu einem Absturz. Ja. Hubschrauber ist da durchaus empfindlich und auch aus einem Absturz aus einer relativ geringen Höhe mit all den rotierenden Teilen ist sehr, sehr gefährlich. Für ihn ist der Helikopter das ideale Mittel, um schnell auch weit entlegene Gebiete auf dem Land mit einem Notarzt zu versorgen. Wetter passt, oder? Wetter passt. Kaum ist Brückner angekommen, gibt es den ersten Einsatz. Ein Patient mit einer Hirnblutung muss schnell in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden. Normalerweise kann jetzt im Dunkeln ein Helikopter nicht fliegen. Aber das ist kein normaler Helikopter. Er ist einer von dreien in Bayern, die ganz besonders ausgerüstet sind. So können sie auch nachts fliegen. Dann, wenn man Hindernisse eigentlich nicht sehen kann. Währenddessen können die Bodencrew und die Mitarbeiter in den Notaufnahmen der Krankenhäuser jederzeit online sehen, wo der Helikopter ist und wie lange er noch unterwegs sein wird und sich auf den Patienten vorbereiten. Eine Stunde später, der Patient ist bereits im Krankenhaus, landet der nachtflugfähige Helikopter auf seiner Basis. Mit Hilfe seines speziellen Scheinwerfers. Den kann Pilot Harry Weber vom Cockpit aus per Joystick steuern. Sowohl die Richtung als auch die Leuchtweite. Das Wichtigste für den sicheren Nachtflug ist aber das auf den Helm montierte Nachtsichtgerät. Es hat zwar ein stark eingeschränktes Sichtfeld, aber es fängt das Restlicht der Umgebung auf und verstärkt es elektronisch um ein Vielfaches. So sehr, dass zu viel Licht sogar stört. Je mehr Licht von außen reinkommt, desto schlechter ist es für die Brille, weil die Brille abdunkelt und dann sehe ich natürlich schlechter. Für die Brille ist es natürlich am besten, wenn ich eine dunkle Umgebung habe. Damit kann der Pilot fast so einfach fliegen wie tagsüber. Und für die Behandlung der Patienten ist der Hubschrauber sogar noch besser ausgerüstet als der normale Rettungstransportwagen. Fast schon eine kleine fliegende Intensivstation. Verständlich, dass viele Experten mit dieser Art Helikopter künftig noch mehr ländliche Gebiete versorgen wollen. Der nächste Einsatz. Notarzt Stefan Brückner nimmt schon Platz, während Pilot und Co-Pilot noch mal den Wetterbericht ansehen. An der Donau rote Zahlen, das heißt geringe Sicht. Aber für das Zielgebiet ist alles okay. Co-Pilot Joachim Krumm checkt die Flugzeit. Wie weit ist noch Donauwörth? Donauwörth wären 25 Minuten.
Und dann weiter noch. Ein Faden dient als Maßband für die Luftlinie und ist mit einem Gewicht verbunden, das dann die Flugzeit anzeigt. Die zu wissen ist wichtig, um den Treibstoffverbrauch zu berechnen. Dann geht es los, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Hubschrauber ist eine Ersatzmaschine, da der sonst stationierte in Reparatur ist. Weil er etwas weniger Leistung hat, kann heute kein Kamerateam mitfliegen. Nach etwas über einer Stunde kommt der Helikopter vom gut 60 Kilometer entfernt gelegenen Unfallort zurück. Das Unfallopfer ist so schwer verletzt, dass es nicht vor Ort behandelt werden konnte, sondern nach München geflogen werden musste. Ein Rettungswagen hätte für diese Strecke mehr als doppelt so lang gebraucht. Aber es hängt nicht nur von der neuen Technik ab. Es ist immer auch etwas Glück dabei, wenn so ein Rettungsflug möglich ist. Das zeigt sich zwei Wochen später. Nebel über der Klinik Großhadern, dem Standort des Helikopters. Selbst der 8 Millionen Euro teure Hightech-Hubschrauber darf da nicht fliegen. Der Wettersatellit zeigt eine geschlossene Nebeldecke für Süddeutschland. Auf dem Bild rötlich eingefärbt. Das hat halt auch was mit Flugsicherheit zu tun, ne? Also man muss nicht alles übers Knie brechen. Wir haben gewisse Wetterminima, an die müssen wir uns halten. Von daher sehe ich das relativ gelassen. Klar, der Hubschrauber unterstützt uns in vielen Bereichen, aber irgendwo kommen wir auch an unsere Grenzen. Das zeigt, auch noch so teure Technik kann nicht alle Probleme im Rettungsdienst lösen. Eine Rettungsgarantie. Die gibt es auch mit dem modernsten Hubschrauber nicht. Beispiel Ostbayern. Da ist die nächste Klinik oft eine Stunde oder länger entfernt. Und es gibt einen Rettungshubschrauber, der steht in Regensburg, weil da die Uniklinik ist. Damit steht der Hubschrauber aber auch an der Donau. Und an der Donau gibt es oft Nebel. Und bei Nebel kann der einzige Rettungshubschrauber nicht starten. Genauso wenig, wie er an nebligen Zielorten landen kann. Was macht man also, um eine schnelle Versorgung zu gewährleisten? Man hat sich was überlegt. Und die Lösung hat sogar Schule gemacht. Ein nachgestellter Fall, wie er oft hier in der Oberpfalz passiert. Verkehrsunfall, schwere Wirbelsäulen und Kopfverletzung. Manchmal gibt es sogar mehrere Verletzte. Das macht Einsatzleiter Michael Deiminger dann oft Probleme. Denn früher gab es hier in der Gegend 8 Krankenhäuser. Jetzt nur noch 1. Das kann dazu führen, dass wir natürlich in einem Krankenhaus in dieser Versorgungsstufe maximal einen Schwerverletzten, vielleicht einmal 2 Schwerverletzte unterbringen und der Rest irgendwohin aus dem Landkreis natürlich transportiert werden muss. Die nächsten Kliniken liegen in Straubing, in Regensburg und das sind Fahrzeiten von einer Stunde, sodass wir also mit der Vorgabe, innerhalb einer Stunde den Patienten in ein geeignetes Krankenhaus zu bringen, immer grenzwertig unterwegs sind. Wenige Krankenhäuser, lange Wege. Um die Rettung in dem großen Bezirk in den Griff zu kriegen, hat man vor 8 Jahren ein Pilotprojekt gestartet und in Ostbayern verschiedene Rettungsstellen vernetzt. Das beginnt schon im Kleinen, etwa mit dem sogenannten NIDA-Pad. In diesen Tablet-Computer kann der Rettungsassistent Daten des Patienten eingeben, etwa die Art der Verletzung und welche Medikamente er bereits erhalten hat. Das Tablet funkt dann alles an das Krankenhaus, damit sich die Ärzte dort vorbereiten können. Das spart Zeit, klappt aber noch nicht immer. Das System ist flächendeckend noch nicht eingeführt. Es gibt im Landkreis kaum eine Klinik, die bis jetzt vorher angemeldet werden kann, in Regensburg ebenfalls. Also an der Flächendeckung hakt es noch. Und am System selber ist die Auslastung so bei 90% und 10% Fehlerquote, je nach Netzanbindung, wo man sich gerade aufhält. Zwar noch nicht perfekt, aber eine Technik, mit der versucht wird, die Versorgungszeiten zu verkürzen. Und die Vernetzung der Rettungsstellen geht noch weiter. Im Krankenhaus Cham geht die Meldung des Tablets ein. Hallo, Mutter, Mami,
dauert ja 10 Minuten, kommt der Patient, die Meldung, HWS-Trauma. Danke, nur am 1 dann, danke, ciao. Statt den Patienten über eine Stunde lang in die Klinik nach Regensburg zu fahren, geht es jetzt nach Cham, nur 20 Minuten entfernt. Das verkürzt den Rettungsweg. Zwar hat das kleine Krankenhaus nicht so viel speziell ausgebildetes Personal und Technik wie die Uniklinik Regensburg, aber immerhin gibt es einen Schockraum. Das heißt, erste lebensrettende Maßnahmen können die Ärzte auch hier leisten. Was kann ich erwarten als Patient von Ihrer Klinik? Sie können als Patient, wenn Sie zu einem regionalen Versorger wie hier, einem Versorger in einem Flächenlandkreis kommen, dass Sie genauso im Schockraum versorgt werden wie in einer großen Klinik, in einer Klinik mit einer Maximalversorgung. Denn das Krankenhaus Cham ist Teil eines besonderen Netzwerkes, daher mit größeren Krankenhäusern verbunden und kann die Möglichkeiten dort mitnutzen. Dafür hat es einen teuren Computertomographen angeschafft. Der Patient wird gescannt und seine Verletzungen werden exakt abgebildet. Aber in Cham fehlen die Spezialisten, die solche Verletzungen richtig einschätzen können. Doch die Ärzte in Cham können die Bilder per Datenleitung an die Uniklinik in Regensburg schicken. Die liegt mal wieder im Nebel. Ein Rettungshelikopter könnte den Verletzten nicht herbringen. Aber das Telefon geht natürlich. Dann schaue ich gleich mal nach, ob die Bilder schon da sind. Und wir werden es dann diskutieren und Ihnen dann Rückmeldung geben. Und hier in Regensburg sind auch Spezialisten, um die übermittelten Bilder der Verletzungen zu begutachten. Allerdings nur am Bildschirm. Den Patienten selbst bekommen sie nicht zu Gesicht. Kann man so eine sichere Diagnose stellen, noch dazu bei komplizierten Verletzungen? Ärzte selbst sagen doch immer, dass sie den Patienten sehen müssen. Ist natürlich genauso. Auch wir wollen den Patienten sehen. Aber mit diesen Medien können wir das sehen, was erstmal wichtig ist. Und natürlich muss der Patient genau angeschaut werden. Aber im Vordergrund steht jetzt erstmal die Bildgebung und durch die modernen Techniken CT und Kernspintomographie können wir quasi den Patienten so gläsern machen, dass wir ihn auch über die Distanz richtig sehen können. Um dann den Ärzten in Cham zu helfen. Durch Technik vernetzte Krankenhäuser. Eine Lösung, um die Not des Rettungsdienstes auf dem Land zu lindern.